Hi, ich begrüße euch. Das ist die Gefahrenunterricht. Ich bin Philipp. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, wie man WhatsApp-Gruppen zu Signal transportieren kann. Jetzt kommt eigentlich ein zweiter Teil, nämlich was in den WhatsApp-Gruppen war. Das möchte man ja auch behalten. Und Hannes, ähm, ihr seht es hier auf der letzten Seite, Hannes Grasseck, ein Journalist, der sich oft ähm, sehr kompetent zu Technikthemen äußert, hat eine Videoanleitung gemacht. Und ich möchte das ähm, auch nochmal kurz zeigen in meinem Kanal, wie das Ganze funktioniert, auch mit Ton. Das fehlt meines Wissens bei ihm. Ihr seht also auf der rechten Seite, wie mein Handy aussieht. Ich bin schon in einem Chat drin, weil ich euch nicht alles zeigen möchte, was auf meinem Handy da drauf ist. Ich gehe dann in die Infos rein bei diesem Chat. Ich scrolle ganz nach unten und dann klicke ich hier auf Chat exportieren. Und dann kommt Medien hinzufügen, das mache ich jetzt auch tatsächlich. Und jetzt wird das Ganze, kann ich jetzt irgendwo abspeichern. Ich kann es in Dropbox speichern, ich speichere es jetzt mal in Dateien sichern. Und dann seht ihr, ich kann jetzt hier unter meinen ähm, Dokumenten auswählen. Ich nehme jetzt hier mal Documents und das Ganze wird jetzt, wenn ich auf Sichern drücke, als Datei dort abgelegt. Und ich habe jetzt alle Medien auch da drin, das heißt, es speichert alle Bilder, alle Videos, die ihr drin habt. Das braucht natürlich ähm, recht viel Platz. Wenn ihr ähm, WhatsApp auf Android benutzt, sieht es ein bisschen anders aus. Grundsätzlich funktioniert das aber genau gleich. Also ihr könnt für jeden Chat, den ihr behalten möchtet, wo ähm, Emotionen oder wichtige Informationen ähm, damit zusammenhängen, könnt ihr so einen File anlegen. Also ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Also ihr seid hier im Chat drin. Ihr klickt oben auf die Infos, klickt ganz nach unten, Chat exportieren mit den Medien, wenn ihr die Bilder behalten wollt und dann speichert es alle Sprachnachrichten plus auch ähm, alle Bilder für euch ab. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, das ähm, erklärt den einen oder anderen, wie das funktioniert und bis zum nächsten Mal.